Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir diskutieren hier heute über Arbeitsplätze in Ostdeutschland, aber auch über eine Zukunftsindustrie und den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland. Die Energiewende ist das Rückgrat der Transformation. Wir setzen da, die Wirtschaft setzt darauf, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben. Sie fordert sogar, den Ausbau weiter zu beschleunigen. Denn grüner Strom und daraus produzierter grüner Wasserstoff sind essentiell, damit Wirtschaft und Industrie klimaneutral produzieren können. Es ist unsere Aufgabe, einen verlässlichen Rahmen und Planungssicherheit für die Transformation zu schaffen, insbesondere wenn wir den Wirtschafts- und Industriestandort stärken und fit für die Zukunft machen wollen. Als Ampel haben wir uns das Ziel gesetzt, im Strombereich bis 2030 einen Anteil von mindestens 80% erneuerbaren Energien zu haben und treiben den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur voran. Mit dem neuen EEG, dem Wind-an-Land-Gesetz, dem Wind-aufs-See-Gesetz und weiteren Maßnahmen haben wir die Energiewende wieder in Schwung gebracht. Und gerade eben haben wir über die Regelung zum Wasserstoffkernnetz abgestimmt. Es geht in großen Schritten voran mit der Energiewende und mit der Transformation. Solaranlagen sind ein zentraler Bestandteil und unverzichtbar, wenn wir die Energiewende weiter vorantreiben wollen. Nachdem wir zu Beginn des Ausbaus der Erneuerbaren ein starker Standort für die Produktion von Solarmodulen und Komponenten waren, sind wir aktuell mit weit über 90% abhängig von Importen aus China. Wir alle haben erfahren, was es bedeutet, in Energiefragen in großen Teilen von nur einem Land abhängig zu sein. Auch wenn es Unterschiede in der Fragestellung gibt und Solaranlagen, die einmal installiert sind, Strom liefern, bis sie kaputt gehen, so hängen doch die Energiewende und Transformation unserer Wirtschaft am weiteren Ausbau der Erneuerbaren. Einige wenige Unternehmen der Solarindustrie gibt es in Deutschland und Europa noch. Gerade in Ostdeutschland haben Unternehmen Arbeitsplätze in dieser Zukunftstechnologie geschaffen. Wenn wir uns als Europa und Deutschland resilient aufstellen wollen, müssen wir Maßnahmen ergreifen, damit dieses Wissen, diese Expertise nicht verloren gehen und wir uns nicht komplett von Ländern außerhalb Europas abhängig machen. Und auch wenn kein Unternehmen gleich ist, sehen wir aktuell, dass wichtiges Wissen und Expertise droht abzuwandern und Menschen, die eigentlich Zukunftsjobs haben, ihre Arbeitsplätze verlieren. Ich sage klar, ich finde es vor dem Hintergrund der Aufgabe und Verantwortung, die wir haben, enttäuschend, dass es in der Koalition bisher noch nicht möglich war, eine gemeinsame Position für eine resiliente Solarindustrie zu finden. Für uns Grüne ist klar, dass wir uns als Deutschland und Europa souverän und resilient aufstellen wollen. Wir wollen das Know-how, das Wissen, die Expertise für eine Solarproduktion in Deutschland und Europa halten und damit auch Planungssicherheit für den Wirtschafts- und Industriestandort schaffen. Deshalb werden wir uns weiterhin dafür einsetzen. Mir ist bewusst, eine mögliche Lösung auch über die europäische Ebene. Für die Beschäftigten kommen sie zu spät. Sie stehen jetzt vor der Frage, wie sie weitermachen. Das ist bitter. Der Wirtschafts- und Industriestandort, die Energiewende, braucht ihr Wissen und ihre Erfahrung. Denn die Energiewende ist auf einem guten Weg. Die ganzen Maßnahmen, die wir hier gemeinsam im Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht haben, zeigen ihre Wirkung. Im letzten Jahr, die Kollegin Scheer hat es schon angesprochen, wurde das Solarziel von 9 Gigawatt mit einem Zubau von 14 Gigawatt übertroffen. Die erteilten Genehmigungen für Windenergieanlagen nehmen zu. Jetzt müssen weitere Schritte, insbesondere im Bereich Bürokratieabbau, folgen. Damit beschleunigen wir die Energiewende und stärken unseren Wirtschaftsstandort. Herzlichen Dank.